Hi, willkommen bei Sozialberufen. Mein Name ist Doreen und ich möchte dir mit dieser Podcast-Serie ab und zu ein bisschen Inspiration, Motivation und auch ein paar neue Blickwinkel schenken, um in deiner sozialen Berufung mehr anzukommen und mit mehr Spaß dein Leben zu genießen. Also bleib gespannt, wen ich heute eingeladen habe oder über welches Thema ich heute mit dir sprechen werde. Mehr gibt's im Abspann. Bis gleich! Hallo im Sozialberufen-Podcast. Wir haben heute einen super Gast, eine Gästin, und zwar Bianca. Ihr seht sie da schon. Und Bianca, hi Bianca. Bianca habe ich eingeladen, weil das Thema Demenz ein Thema ist, was uns in der Pflege oder überhaupt in sozialen Berufen wahrscheinlich schon öfter mal berührt hat. Und vielleicht geht es euch wie mir. Ich bin dann manchmal ganz schön hilflos und weiß nicht, was ich machen kann, um dem Mensch Sicherheit zu bieten. Und deswegen ist Bianca da. Hallo Bianca, wie schön, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor. Ich habe dich bei Instagram entdeckt und da hast du gerade darüber erzählt, dass du Demenz-Webinare machst. Darüber sprechen wir nachher auch. Du bist gelernte Krankenschwester, bist aber schon eine Weile raus. Erzähl uns doch mal, wie kam es denn dazu, dass du in die Pflege gekommen bist? Ja, in die Pflege bin ich eigentlich schon ja sehr früh mit 17 Jahren letztendlich gekommen. Ich war schon immer so ein sozialer Mensch, gern am Helfen gewesen. Das Helfersyndrom schon in jungen Jahren, war auch ehrenamtlich im Rotkreuz tätig und habe dann wirklich meine Berufung in der Krankenpflege gefunden und habe dann die Krankenschwesterausbildung 2003 mit dem Examen abgeschlossen. Habe dann in verschiedenen Bereichen stationär gearbeitet, bis letztendlich die Kinder kamen. Dann war Schichtdienst und Familienbetrieb einfach nicht mehr unter einen Hut zu bekommen. Und so bin ich dann erst in die ambulante Pflege und letztendlich auch in die Tagespflege gekommen. Ja. Also ein durch und durch berufener Mensch. Wir haben ja eben schon gequatscht und ach, ich bereue es so, dass ich nicht schon alles aufgenommen habe. Du hast schon so, so tolle Geschichten erzählt. Du gehst ja raus mit dem Thema Demenz. Und eben hattest du das schon so schön berichtet. Vielleicht gelingt es ja nochmal so toll. Was begeistert dich daran oder wieso glaubst du, dass das Thema Demenz dich so gepackt hat? Was waren da so Schlüsselerlebnisse? Ja, also ich war ja in der Tagespflege halt tätig und dann im ambulanten Pflegedienst. Und da hat mich natürlich das Thema Demenz ganz massiv betroffen sozusagen. Ne? Ich bin mit Menschen in allen Demenzstufen in Kontakt gekommen. Und diese Menschen, die haben mich fasziniert, die haben mich herausgefordert. Die haben auch Verhaltensweisen gezeigt, mit denen ich ursprünglich mal gar nicht konfrontiert war und mit denen ich auch gar nicht klar kam. Ich war nicht vorbereitet. Ne? Dann halt in der Tagespflege hat da halt jemand... Ja, bin dann halt damals jemanden, wie gesagt, dann hinterhergelaufen auf dem Marktplatz und ja, wollte eigentlich nur das Beste. Ich wollte ihn wieder zurück in die beschützte Einrichtung nehmen und er hatte sich natürlich von mir verfolgt gefühlt, ne, und hat dann um Hilfe, um Polizei gerufen. Ja, und ich sah nur, da kommt die Straße und Gefahr, die Autos und wenn er jetzt darüber läuft und ich kriege ihn nicht zurück, um Gottes Willen, das könnte ich mir niemals verzeihen, wenn diesem Menschen was passieren könnte. Und an dieser Kreuzung, an dieser Straße blieb er stehen und da stand auch noch eine Frau mit einem kleinen Kind und dieses Kind schaute diesen Senioren an und sagte dann so ganz fasziniert, ich gehe jetzt in den Kindergarten und du? Und er hat dann mit dem Kind Kontakt aufgenommen, sie haben gesprochen. Und ich dachte so, oh Gott, er steht, Gott sei Dank, ne? Und war dann aber total geflasht, was passiert da jetzt gerade? Und sah da meine einzige Chance, dass dieses Kind diesen Mann mir wieder zurück in die Einrichtung bringt. Und habe dann mit der Mutter gesprochen und sie gebeten, dass vielleicht das Kind den Senioren an die Hand nimmt und mir wieder zurückführt. Und genau so ist es dann passiert. Das Kind hat dann wirklich Hand in Hand sind sie dann zurück in die Tagespflege rein. Und ja, ich habe natürlich drei Kreuze gemacht und nach Feierabend habe ich zu Hause gesessen und überlegt, was ist da eigentlich passiert? Ne? Ja. Warum bin ich da nicht an diesen Menschen dran gekommen? Ne? Warum dieses Kind? Was lag zwischen den Zweien? Und ich wusste, morgen passiert mir das vielleicht wieder und dann ist kein Kind an der Straße. Es musste unbedingt eine Lösung her. Und das hat mich natürlich darauf veranlasst, zu Hause alles zu googeln, alles links zu drehen und wirklich wissen zu wollen, was ist in den Menschen los und wie kann ich in so einer Situation adäquat reagieren, ohne dass es eskaliert sozusagen. Ja. Und ja, wie gesagt, habe dann im Internet die Barbara Klee-Reiter ausfindig gemacht,
Das ist die Erfinderin des Demenz-Balance-Modells und habe dann da ganz heimlich bei ihr eine Fortbildung besucht. Und sie hat mir wirklich die Innenwelt eines Menschen mit Demenz gezeigt. Sie hat mir anhand einer Frage- und Schablonentechnik gezeigt, wie es mir geht, wenn ich Verluste habe. Okay. Ja? Wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr weiß, was habe ich gestern Abend gemacht. Ja? Und sie hat das so toll gemacht und ich habe das an meinem eigenen Körper gespürt, wie unruhig ich war, wie nervös. Ich wäre am liebsten aufgestanden und im Kreis gelaufen. Ich habe immer wieder im Kopf versucht zu überlegen, was war das? Wie ein Karussell, immer im Kreis. Ne? Und dann sagt sie, genau, und so geht es einem Menschen mit Demenz. Also du hast praktisch etwas erfahren, um dich in die Welt eines betroffenen Menschen reinzufühlen. Wow. Kann man das nachmachen? Also können andere das auch erfahren? Ja, das ist Inhalt meines Webinars. Also ich empfehle meine Teilnehmer alle in diese Welt der Demenz und jeder wird in dieser Selbsterfahrung diesen Verlust am eigenen Körper spüren. Und da wir ja ganz individuell sind, macht das ja auch mit jedem etwas anderes. Hm. Ne? Ich zum Beispiel, ich war unruhig, ich war nervös. Ne? Meine Nachbarin, die war damals ja eher in sich gekehrt, die hat gar nichts mehr gesagt, die war wie versteinert. Ne? Und der Nächste, den hat das eigentlich gar nichts ausgemacht, weil der hat gesagt, ja, dann weiß ich es halt nicht mehr, ist halt egal. Ne? Und also, so sind wir letztendlich alle. Ne? Auch in der Demenz sind wir so verschieden. Ne? Ich bin vielleicht jetzt derjenige, der unruhig ist, der was sucht. Ne? Und der Nächste ist jemand, der sich gern zurückzieht und einfach im Sessel sitzt und aus dem Fenster guckt. Ne? Und das am eigenen Körper zu erleben, das war Gold wert. Und ich bin dann zurück nachher in die Einrichtung und ich habe dann wirklich hinter die Kulisse geguckt. Ne? Ich habe dann geguckt, ne? Und mit jedes Mal, wo auch dieser Senior wieder rumgelaufen ist und versucht hat, aus der Einrichtung zu entkommen sozusagen, habe ich gewusst, mir ist es eigentlich genauso gegangen in dieser Fortbildung. Ne? Ich war auch unruhig, ich wollte auch weg. Ne? Ich wollte einfach wieder in meine Sicherheit, ich wollte wieder das zurückhaben, was ich verloren, was ich vergessen hatte. Ne? Und ich habe dann, wie gesagt, dann versucht, diese Situationen, wenn es so nervös und so unruhig in der Einrichtung wurde, zu entzerren. Ne? Indem ich halt wirklich auch in die Biografie reingeguckt habe, was war denn das mal für ein Mensch? Was hat der gearbeitet? Was war das, was seine Augen leuchten lassen haben? Ne? Waren es die Kinder oder war es sein Job? Ne? Und in diesen Sachen habe ich dann durch Fragen, Angehörige und durch Liedersingen, ne? Ich habe dann alles ausprobiert, was irgendwie ging und habe mir diese Momente gemerkt. Ah, bei diesem Lied, dann klatscht Herr so und so. Ne? Und wenn wir von dem Thema reden, dann ist die Frau so und so ganz begeistert. Ne? Und dann wusste ich ganz genau, und wenn derjenige jetzt gerade sich nicht wohlfühlt, dann gehe ich einfach mal hin und werde diesen Glücksmoment nochmal wecken. Ne? Wow. So habe ich dann halt tatsächlich diese Momente, wo die Situation wirklich zu kippen schien, halt deeskaliert sozusagen, ne? Indem ich halt wirklich gesagt habe, ach guck mal, ich weiß, du warst LKW-Fahrer, ne? Ich habe ein Buch mitgebracht, komm, lass uns mal drin blättern. Und dann haben wir uns kurz auf die Couch gesetzt und der ältere Mann hat mir dann erzählt von seiner beruflichen Erfahrung als LKW-Fahrer, wo er war, in welchen Ländern, was er alles gesehen hat, was er geladen hat, für welche Spedition er gefahren hat, wie viel Zeitdruck er hatte. Und dann wusste ich ganz genau, die Augen haben geleuchtet. Er war gedanklich in seinem LKW. Ja? Und er war zufrieden und es ging ihm gut. Und das war für mich unheimlich wichtig. Und so hat also wenn ich das so richtig jetzt verstehe, hat es ganz viel damit zu tun, sehr einfühlsam und achtsam, auch also dieses Biografiearbeit, das spielt ja in der Altenpflege sowieso eine größere Rolle, aber bei Demenzerkrankten wahrscheinlich noch mehr, um herauszufinden, was war mal so der Lebens, ja, was hat denen mal Spaß gemacht?
um dann sie dort in diese Momente wieder reinzuführen, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, richtig. Ne? Also wirklich zu gucken, ich meine, jeder hat ja Höhepunkte in seinem Leben, Momente, worauf wir stolz sind, ne? Wie wir vielleicht sozial berufen sind, ne? Stolz, Krankenschwester zu sein. Und genau das gibt es ja bei den Menschen mit Demenz auch. Ne? Die waren ja auch mal jung, die haben auch mal eine Familie gegründet und haben ein Haus gebaut oder haben tolle Urlaube gemacht oder einen tollen Job gehabt. Mhm. Ne? Und das rauszufinden, ne? Was war das, was diesem Menschen wirklich Spaß gemacht hat in seinem Leben? Und dann wirklich in Momenten der Unruhe oder wo sie wirklich so abwesend scheinen, ne? Gar nicht richtig präsent, dann wirklich mal mit diesem Schwerpunkt ganz individuell reinzugehen und den Menschen nochmal ansprechen und ihm wirklich so eine kleine Geschichte über sein Leben zu erzählen. Also nicht Fragen stellen, warst du gern im Urlaub? Ne, Fragen ist bei Demenz immer ganz, ganz schwierig. Sollte man definitiv nicht machen. Ne? Weil, ja, sie wissen ja die Antwort nicht mehr. Und diese Frage, die fangen an zu grübeln und überlegen und dann merken sie vielleicht, dass sie es gar nicht mehr wissen. Und das bringt diesen Menschen nochmal so in ein Loch rein. Deswegen. Das ist ja mal, da muss ich gleich zwischengrätschen. Das finde ich total spannend, weil wir, also jedenfalls geht es mir so, sind ja gewohnt, Interesse zu zeigen, indem wir nachfragen. Und wenn du aber sagst, dass es bei Demenz eher kontraproduktiv ist, wie ist denn das, wenn ich keine Angehörigen habe, mit denen ich Biografiearbeit machen kann, habe einen Demenzkranken in irgendeinem Stadium, darf aber nicht fragen, wie kriege ich denn raus, was für den schön ist oder für sie? Gut, da muss da halt wirklich ganz viel über Beobachtung gehen. Ne? Also diesen Menschen in verschiedenen Situationen einfach beobachten. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Apfel aufschneide und dann sage ich, ach, ich liebe Äpfel und dann biete ich auch mal dem Menschen einen Apfel an. Mögen Sie auch Äpfel und biete ihm wirklich den Apfel an, dass er es visuell sieht und dann sehe ich ja, nimmt er den Apfel, kaut er da drauf rum, so mag ich nicht, ne? Dann brauche ich das auch kein zweites Mal zu machen? Oder sehe ich, ach, er greift vielleicht noch ein zweites Mal nach ein Stück Apfel und dann weiß ich, ach, guck mal, und dann kann ich beim nächsten Mal sagen, ich habe einen Apfel, sollen wir zwei vielleicht noch mal einen Apfel essen? Beim letzten Mal war der total lecker. Und dann biete ich den Apfel noch mal an. Ne? Und so kann ich halt durch Beschäftigung, die ich einfach anbiete im Alltag, versuchen, ein bisschen Sachen rauszukitzeln. Und da gilt es, wenn ich keine Biografie von Angehörigen habe, wirklich zu beobachten und in der Pflege auch zu dokumentieren. Ne? Ja. Also wenn mir dann was auffällt, ne, eine Situation, die vielleicht gut gelaufen ist, das zu dokumentieren oder auch wenn ich weiß, jetzt habe ich was gemacht, auch das kann passieren, das hat demjenigen nicht gut getan. Ne? Dann wirklich auch zu dokumentieren, die Situation ist nicht so gut gelaufen. Dass wirklich nicht die nächste Fachkraft in das gleiche Problem reinschlittert. Ne? Verstehe. Also hat es auch ganz viel mit, also auch stiller Arbeit ist ja, also Krankenbeobachtung, wir als Krankenschwestern haben das ja mal gelernt, hatte ja immer so fachlich, ne, Urin, die Farbe, Puls, Blutdruck. Aber hier geht es ja darum, richtig, also auch nuanciert zu schauen, was bekommt den, was bringt den in die Ruhe oder holt den aus so einer Lethargie vielleicht auch raus. Wow, also Zeit. Das, was wir oft nicht haben im Alltag, Zeit ist da gefragt. Genau, das setzt einfach ein wahres Interesse, ne, hervor. Also du musst wirklich als Kraft oder als Angehöriger, egal wer, du musst ein wahres Interesse haben. Also so eine 0815-Nummer funktioniert nicht. Menschen mit Demenz sind ganz, ganz feinfühlig. Die Emotionen, die bleiben bis zu unserem Tod. Auch wenn wir nicht sprechen können mehr, auch wenn wir uns vielleicht nicht mehr adäquat irgendwie artikulieren können. Aber unsere Gefühle, Trauer, Wut, Angst, Freude, das bleibt, bis wir sterben und auch bei Menschen mit Demenz. Hm. Das unterschätzen wir halt. Nur wenn jemand halt keinen Satz mehr sagen kann, ist er nicht nur wie eine Wachspuppe. Ne? Er fühlt ja trotzdem noch. Ne? Und darum geht es, das zu beobachten, die Gefühle zu sehen und wirklich ein wahres Interesse haben. Ne? An diesem Leben. Und du hattest gerade eben schon so schön gesagt, wir sind Sozialberufene. Was reizt dich denn an dem Thema? Wieso gibst du Webinare auch für Angehörige? Und warum bist du da so nah dran? Was willst du der Welt damit mitgeben? Was flasht dich da so dran an dem Thema?
Also ich find das Thema Demenz ja hochspannend. Das ist für mich so eine kleine Herausforderung, weil jeder Mensch hier anders ist, ne? Da gibt es halt eben keinen roten Faden, wie jetzt beim Schlaganfall, wo ich sage, wir lagern alle nach Bobert. Das gibt es bei Demenz nicht. Da ist ja wirklich jeder ganz unterschiedlich. Und das reizt mich einfach, dahinter zu gucken, was war das für ein Mensch. Und ich bin sowieso jemand, der gerne halt ja mit dem Menschen so weiß, wer bist du, wo kommst du her. Ne? Mich interessiert das unheimlich, auch dieses Zwischenmenschliche. Ich bin ultrasensibel. Deswegen hat meine Mama damals gesagt, geh nicht in die Kinderkrankenpflege, das überstehst du nicht. Aber doch, genau das ist es, diese Sensibilität, und das fordert mich heraus. Und ich weiß, dass da draußen ganz, ganz viele Menschen sind, die einfach isoliert sind, die Hilfe brauchen, die vor Situationen stehen, so wie ich damals an der roten Ampel, die einfach gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt? Mhm. Na? Das ist eigentlich meine Vision, diese Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hallo, hier bin ich bin da. Und wir probieren einfach mal verschiedene Sachen aus, weil ich will schon die Pflegewelt ein Stückchen besser machen für Menschen mit Demenz. Das ist letztendlich das, wo mein Herz hüpft, wo meine Augen leuchten. Und ich weiß, das ist noch ein Tabuthema. Und gerade jetzt bei diesem Pflegenotstand bleibt ganz, ganz wenig Zeit für diese Art von Pflege und diese Art von Umgang. Und das macht mich unheimlich traurig. Mhm. Und da muss sich was ändern. Und nicht nur in der Pflege, auch draußen, egal, beim Friseur, bei der Polizei. Wir werden lernen müssen, mit Menschen mit Demenz umzugehen, wenn die Zahl wird sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Da sprichst du einen spannenden Punkt an. Gerade die Menschen von der Polizei, die werden ja dann auch schon mal gerufen, wenn dann jemand ausgebüxt ist, sage ich jetzt mal. Dann sind das ja die, die man anruft und die Menschen dann wieder irgendwie zurückbewegen sollen. Das ist natürlich auch spannend, dass das ein Thema ist, was gar nicht in der Pflege bleibt. Das betrifft ja unheimlich viele Bereiche. Ja, ja. Und es ist halt so, Demenz ist halt eine Sache, die findet im Kopf statt. Die siehst du nicht. Jemand, der ein Bein gebrochen hat, dann sehe ich, ach, der Mensch, der kann nicht richtig laufen, der hat ein Gipsbein. Ne? Aber Menschen mit Demenz sind ja in ihrer Hülle völlig intakt. Das siehst du denen ja nicht an. Hm. Du siehst vielleicht, das Verhalten stimmt jetzt, das passt doch nicht irgendwie zueinander. Und das ist das, was ich gelernt habe. Wir, gesunde Menschen, müssen uns den Menschen mit Demenz anpassen. Wir müssen den Menschen mit Demenz ein Konstrukt schaffen, in dem er sich sicher und wohl fühlt. Weil bei den Menschen mit Demenz ist das Gehirn einfach krank. Er kann sich nicht mehr an unsere Welt anpassen. Er versteht die Zusammenhänge einfach nicht mehr. Ne? Und deswegen müssen wir gesunden Menschen uns dieser Welt anpassen. Und das ist das, was mich wirklich reizt und was mir Spaß macht. Ja, und mir auch letztendlich eine ganz, ganz große Erfüllung zurückgibt. Weil das, was da zurückkommt, die Dankbarkeit, das Händchen, was dann gehalten wird und geknuddelt, und das ist so viel wert. Wow. Na, das kannst du mit keinem Geld dieser Welt bezahlen. Also was ich super toll finde, ist, dass du sagst ja, dass Demenz alle angeht und dass du auch alle schulst. Also du hast ja so ein Konzept, was du ja auch selbst übernommen hast, dieses Demenz-Balance-Modell. Und das Tolle daran ist, dass es praktisch genauso individuell von jedem umgesetzt werden kann, wie Demenz im Menschen ja auch entsteht. Und dass es wirklich darauf ankommt, Beziehungen aufzubauen. Und das ist ja wirklich so individuell, wie wir alle sind. Jede einzelne Beziehung ist anders. Und da ist der rote Faden wahrscheinlich dieses Verständnis dafür, grundsätzlich zu verstehen, was ist Demenz. Ja. Ja, es geht halt tatsächlich um diese Empathie, um dieses Gefühl. Ne? Wirklich das wahre Gefühl, sich gerade in die Situation reinfühlen zu können. Ne? Und jetzt zu verstehen, warum ist dieser Mensch jetzt gerade so unruhig? Oder warum ist er jetzt so traurig? Und ja, das, was der Mensch mit Demenz jetzt gerade zeigt, diese Verhaltensweise, ist in seiner Welt Realität. Hm. Also wenn er jetzt auf der Couch sitzt und weint, weil seine Mutter gestorben ist, dann ist das so. Dann ist die Mutter jetzt gestorben und da muss ich empathisch sein, als wenn das jetzt gerade so passiert ist. Dann setze ich mich hin, dann gebe ich Taschentücher und dann werde ich ein paar tröstende Worte sprechen und werde sagen, ich weiß, das ist schwer und das tut weh. Du darfst weinen, und dann werde ich diese Situation mitspiegeln, mitspielen.
Ne? Also ich würde da niemals hingehen und würde sagen, also sag mal, deine Mutter ist doch schon 40 Jahre tot. Wie kann, ne? Du bist doch selber das ist das Gefährliche daran, genau. Dass im Alltag mit diesen schnellen, Ja, in unserer Schnelligkeit sagen wir dann manchmal einfach Sachen so im Affekt, ne? Das ist doch jetzt gar nicht so, ne? Und und das treibt diesen Menschen mit Demenz weiter in ein Loch rein, ne? Okay. Weil er will ja angenommen, er will gefühlt werden. Und das, was er jetzt gerade sagt und was er tut, das ist Realität. Das ist die Wahrheit. Und mit Spiegeln der Situation meinst du, dass man sozusagen das Gefühl, was man gerade wahrnimmt, kann man ja zurückspiegeln. Und eine Traurigkeit zu spiegeln, man braucht ja deshalb nicht zu schwindeln und zu sagen, deine Mama ist jetzt da oder so. Also dann noch zusätzlich was zu erzählen, aber dieses Gefühl zu spiegeln sozusagen. Einfach dieses Gefühl zu spiegeln, du bist da, ich höre dir jetzt einfach mal zu und du hast jetzt mal hier von mir eine Schulter, da kannst du dich anlehnen, wenn du weinen musst, dann ist das okay. Und dann auch mal sagen, komm, ich weiß, was dir jetzt so gut tut, ne? Weil ich kenne ja vielleicht die Biografie und sag, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach eine Runde spazieren gehen, das tut dir doch immer gut. Und dann versuche ich aus der Situation rauszuleiten. Okay, ja. Aus der Situation rausleiten ist auch nochmal ein guter Tipp. Ich habe also wirklich Raum geben, ne, für dieses Gefühl, aber nicht drin hängen lassen. Ne? Also dann nicht den ganzen Tag in dieser depressiven Stimmung verbleiben, sondern wirklich dann nach einer gewissen Zeit einfach sagen, komm, wir gehen jetzt mal raus oder jetzt gibt es mal eine gute Tasse Kaffee dazu, ne, und dann lass uns mal nochmal reden, einfach dem nochmal Raum geben. Und das sind, glaube ich, so Kompetenzen, das unterschätzt der Großteil der Gesellschaft, was es bedeutet, mit Zeit und Empathie sich in solchen krassen Momenten, die diesen Menschen ja in dem Moment sehr beschäftigen und die wahrscheinlich den Alltag in so einer Einrichtung auch sprengen würden, aber die Zeit und auch die Kompetenz zu haben, sich da reinzudenken, zu verstehen, was ist hier los, zu spiegeln und rauszuleiten. Das ist ja wie eine Verantwortung, die die Pflegefachkraft in dem Moment auch hat, den da nicht allein zu lassen, ja? Richtig. Ja, und das kannst du dir vorstellen, ne? Wenn du jetzt auf einem Wohnbereich bist mit 20, sag ich mal, Bewohnern, das ist halt schon ein Job, der fast nicht machbar ist. Ne? Mhm. Du hast ja auch noch andere Sachen zu tun, wie jetzt zu sitzen, ein- und auszuleiten. Ne? Da kommen ja noch ganz andere Sachen dazu. Ne? Die ganzen Medikamente und der Tagesablauf, Betten und, ne? Es gibt ja auch noch andere Krankheitsbilder in so einem stationären Setting wie jetzt nur eine Demenz. Ne? Natürlich gibt es ja auch diese geschützten Bereiche. Die sind ja von der Gruppenkonstellation viel kleiner. Und da gibt es ganz, ganz tolle Einrichtungen und Konzepte, die da wirklich auch mit den Menschen mit Demenz arbeiten. Ne? Also wir sind in einem Umbruch. Es entwickelt sich was. Ne? Die Öffentlichkeit öffnet sich auch für das Krankheitsbild für Demenz. Und ich bin mittendrin sozusagen. Wahnsinn. Also beim Thema Demenz fällt mir immer dieser Film Honig im Kopf ein. Wie findest du den? Findest du, dass es da, guten Film muss ja auch unterhalten, aber findest du, dass es da drin gut dargestellt ist? Also ich sag mal für den Mainstream, für jemand, der mit Demenz noch nicht so wirklich in Kontakt war, sicherlich mit Unterhaltungsfaktor ist ganz nett. Als Fachkraft sehe ich ihn halt nicht ganz so hundertprozentig. Ne? Also ist wirklich viel gespielt, sage ich jetzt einfach. Na klar. Also da gibt es mittlerweile auch, ich bin da so ein Fan von so Dokumentarfilmen, wo man wirklich auch diese Leute in ihrem Alltag mal begleitet mit der Kamera in so einer stationären Einrichtung. Und da gibt es einen Film, Das innere Leuchten. Das ist mein Favorit, den liebe ich. Das ist ein Dokumentarfilm, da wird ein Mensch begleitet und dann wird auch gezeigt, wie in einer Pflegeeinrichtung wirklich damit umgegangen wird. Ne? Und dann hat der Mann halt den Tisch abgewischt, immer wieder, aber er hatte eine Beschäftigung. Er hat das gern gemacht, er hat das Gefühl gehabt, ich helfe hier der Schwester und sie hat ihn dann auch gelobt, wie toll er das gemacht hat. Und dann sieht man auch wirklich das Leuchten in den Augen von dem Mann. Und darum geht's. Ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Dokumentarfilm. Echt? Wollen wir den hier unten verlinken? Das können wir gerne machen. Das wäre nochmal ein guter Tipp, dass Menschen und auch ihr, wenn ihr aus pflegenden Bereichen seid oder aus dem sozialen Bereich und mit dem Thema immer mal wieder Berührung habt, könnt ihr natürlich mit Bianca Kontakt aufnehmen über Instagram und Facebook. Wir verlinken hier nachher noch deinen Account. Und das Schöne ist, dass du ja online auch schon anbietest. Das heißt, egal ob
du bist im Saarland, ich bin in Brandenburg, wir können jetzt hier schon schnacken und du kannst deine Webinare natürlich auch mit ganz Deutschland teilen sozusagen. Das ist ja das super Gute heutzutage. Also wenn euch das spannend anspricht, wenn ihr die Art von Bianca ansprechend findet und ich glaube, dass dieses Webinar, was du machst, was ja auch für eine kleine Gruppe ist, wo man auch schon im Webinar Selbsterfahrung macht, ist, glaube ich, so eine geile Nummer, ja. Wie oft bietest du das an? Also dieses Webinar läuft aktuell einmal im Monat. Ich mache das mit einer ganz kleinen Gruppe extra, 4 bis 5 Leute. Und das gibt uns halt wirklich den Rahmen, auch die Möglichkeit, auch über Probleme, über Schwierigkeiten ganz konkret zu sprechen und wirklich anhand dieses Problems auch eine Lösung zu finden. Und auch die Teilnehmer untereinander connecten sich, verbinden sich, coachen sich mittlerweile untereinander. Und da kommt noch ganz viel Feedback, gerade über Instagram oder auf Facebook zurück, ne, von Leuten, die irgendwas ausprobiert haben oder die vielleicht wieder in der Situation sind, ich weiß nicht, wie es weitergehen kann, ne, können wir vielleicht nochmal reden. Und das ist das letztendlich, was mir auch Spaß macht und ja, auch im geschützten Raum letztendlich. Und das Coole ist, du machst es ja für alle, ne? Für Angehörige, für Fachkräfte. Genau. Also dieses Webinar ist völlig offen. Also du brauchst überhaupt gar keine Fachinformationen oder irgendwelche großen Kenntnisse. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist Interesse, zu wissen, was eigentlich passiert bei Demenz. Und das ist völlig egal, ob du jetzt ein Angehöriger bist, ob du in einer pflegenden Berufsgruppe irgendwo arbeitest oder ob du einfach nur Interesse hast, mal zu wissen, was eigentlich da passiert bei der Demenz. Ja, spannend. Ja. So zum Schluss von unserem Podcast. Was willst du denn zum Thema Demenz unseren Zuhörern noch mitgeben? Ja, ich würde auf jeden Fall nochmal mitgeben, dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt stehen sollte. Also nicht die Demenz in den Vordergrund rücken, sondern einfach den Mensch, so wie er jetzt ist, so das, was er sagt, und ihn einfach viele kleine Glücksmomente im Alltag bieten, ihn wirklich auch integrieren, teilhaben lassen, ihn mit einbeziehen und nicht zu viel abnehmen. Das ist wirklich auch noch so eine Sache. Viele Angehörige oder auch Pflegefachkräfte, ja, das läuft dann unter Verwöhnen, ne? Okay. Aber genau das ist eigentlich Gift für diesen Menschen mit Demenz. Nicht Warum? Zu viel verwöhnen. Weil wenn du zu viel abnimmst, geht diese Fähigkeit einfach verloren. Ne? Und irgendwann kann er verschiedene Sachen nicht mehr. Also wenn ich jeden Morgen das Brot jetzt fertig schmiere, obwohl der Erkrankte das vielleicht doch noch selber könnte, er braucht vielleicht halt 10 Minuten. Aber das ist ja okay. Er hat ja die Zeit, wenn er... Ne? Es passiert ja nichts, der geht ja nicht mehr auf die Arbeit, der muss ja nicht mehr irgendwo zum Schichtdienst pünktlich erscheinen. Dann hat er auch die Zeit, 10 Minuten sein Brot zu schmieren. Aber ich sehe halt oft in meinem Alltag, dann wird dann halt schnell von der Hilfskraft oder von den Angehörigen das Brot geschmiert, in kleine Stücke geschnitten und angereicht und schon geht diese Fähigkeit verloren. Und irgendwann kann dieser Mensch das nicht mehr. Er ist dann nicht mehr in der Lage, das Messer noch ans Brot zu führen und vielleicht auch noch die Gabel wieder zum Mund, wie auch immer. Und das geht halt wirklich verloren. Also so viel integrieren, ne, wie es machbar ist. Und dann wirklich auch weg von unserem Perfektionismus. Was ein Mensch mit Demenz macht, ist immer richtig. Ne? Das muss nicht perfekt sein. Das muss nicht toll aussehen. Wichtig ist, dass er dabei war und dass er mitgewirkt hat. Und dann wirklich auch den Wertschätzung und Lob geben und wirklich ehrlich gemeint. Also nicht überschwänglich, ach, wie toll, ne? Sondern wirklich auf einer ganz tollen Ebene und sagen, das hast du gut gemacht oder du hast mir beim Kartoffelhelfen schälen geholfen. Danke, jetzt bin ich viel schneller, ne? Also wirklich dieses ernst gemeinte Lob. Wow. Das finde ich ist ein Megatipp. Das hört sich so banal an im ersten Moment, aber wenn man jetzt nach all dem, was du uns hier heute schon erzählt hast, das mal durchdenkt, macht das echt Sinn, diese Kleinigkeiten mitzufördern, weil das sind ja die Alltagssituationen, die wieder auch Beziehungsarbeit ermöglichen, ja, gemeinsam etwas zu tun. Richtig, genau. Und dann hat auch dieser Mensch Wertschätzung, der weiß, ich werde hier gebraucht und das ist halt das, was ihn halt auch beschäftigt. Ne? Wenn du dir überlegst, du hast eigentlich den ganzen Tag nichts mehr zu tun, wie einfach nur noch da zu sitzen, das ist halt schon sehr niederschmetternd. Ne? Und darum geht es letztendlich, immer wieder so kleine Angebote im Alltag schaffen. Also es geht auch nicht darum, von morgens bis abends ein Animationsprogramm zu klappen, sondern wirklich kurze Aktivierungen,
paar Minuten, 10 Minuten, mal eine halbe Stunde und dann auch mal wieder eine Ruhezeit gönnen. Ne? Weil das Gehirn von Menschen mit Demenz, das läuft auf Hochtouren. Das versucht zu sortieren, einzuordnen und das ermüdet natürlich. Deswegen sind Menschen mit Demenz oft ganz schnell müde und wollen schlafen und sich ausruhen. Und diese Zeiten muss man ihnen auch wirklich anbieten und auch gewähren. Ne? Dann wirklich auch mal zu sagen, gut, du hast jetzt eine halbe Stunde mit mir jetzt eine Blume eingetopft, jetzt setz dich doch einfach mal in den Sessel und hör ein bisschen Musik. Ne? Entspann dich ein bisschen. Das ist auch noch. Du gibst hier so nebenbei, wenn man genau hinhört, schon so viele tolle Tipps. Vielen, vielen Dank dafür. Also ich glaube, jeder, der hier gut zugehört hat, hat schon einen tollen ersten Einblick zum Thema Demenz. Und alles Weitere erfährt man wahrscheinlich. Du hast vorhin erzählt, du hast ganz viel gesucht im Internet, weil du neugierig warst und hast dann deine jetzige Art praktisch in einem Konzept gefunden. Gibt es denn irgendwie was, was man sich vielleicht auch als Buch oder so nach Hause holen könnte? Gibt es da eine Empfehlung, die du hast? Ja, gibt es auch noch. Also ich liebe dieses Buch. Carla hat Demenz. Das ist also das Buch ist eigentlich ein kleiner Brief, ein Steckbrief einer Demenzerkrankten. Ja. Und sie selber schreibt für sich auf mit Datum, wie es ihr geht. Ne? Wie so Tagebuch hat sie geschrieben. Ne? Und ab einem gewissen Zeitpunkt konnte sie das nicht mehr weiterschreiben und ihre Tochter hat das Buch weiter aus Sicht der Tochter weitergeschrieben. Ne? Und da sind ganz, ganz viele tolle Informationen drin zum Thema Demenz, was eigentlich so ein Mensch aus eigener Sicht gefühlt hat. Wow. Ne? Carla hat Demenz. Also ich glaube, dieser Podcast ist voller Tipps. Ich habe am Anfang gesagt, Bianca, wir müssen so 1-2 Tipps raushauen und du machst das ja, du machst den Mund auf und hast schon einen. Das ist ja so toll. Weil ich glaube, das geht im Alter gerade in Fachkraftkreisen oft unter, dass es die kleinen, beziehungsfördernden, achtsamen, empathischen Dinge sind, die dann in solchen Momenten mit Demenzerkrankten wirklich wichtig sind. Und das hat viel mit Zeit und mit achtsamem Umgang zu tun, glaube ich, ne? Definitiv. Wow. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich glaube, wenn man auch die Instagram-Posts von dir sieht, dann sieht man auch, dass es wirklich lohnt. Und all die Menschen, die mit dir schon Kontakt hatten und durch dich Dinge erfahren durften, bedanken sich auch haufenweise bei dir, habe ich gesehen. Also ich glaube, es ist ein Segen, dass du dich aufgemacht hast, deiner Berufung zu folgen. Und ich hoffe, dass all das, was du in Zukunft für uns und alle tust, noch mehr Menschen begleitet mit dieser Erkrankung oder vor allen Dingen für die Menschen mit dieser Erkrankung besser da sein zu können. Wow, vielen, vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen Dank für deine Zeit. Noch ein Abschlusssatz, Bianca? Ja, also ich bedanke mich, dass du mir die Plattform gegeben hast, dass du mich zu deinem Podcast Sozial Berufen eingeladen hast. Das war wirklich Fügung des Schicksals. Das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Und ich will jeden ermutigen, wirklich den Menschen anzugucken mit Demenz und wirklich in ihn hineinzuschauen, warum ist er so, wie er ist. Und dann werdet ihr auch einen Weg finden, da einfach eine Möglichkeit aus dem Problem auch rauszukommen. Ja. Wow. Vielen, vielen Dank. Dann drücke ich jetzt hier mal auf. Na, wie hat dir die Episode gefallen? Folg mir gerne auf Instagram und schreib unter dem Post der heutigen Podcast-Episode, was du daraus mitnimmst, was dich überrascht hat, was du lernst, wozu du eine Frage hast. Ich freue mich immer, wenn wir im Austausch bleiben. Du kannst auch gerne hier unten in die Kommentare was reinschreiben. Und alles, was heute in der Podcast-Folge genannt wurde, ist auch hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Die Teenies würden sagen, abonnier die Glocke, dann verpasst du keine neue Episode, aber du musst selbst entscheiden, ob du mir folgen möchtest, auch hier auf YouTube. Und like gern das Video, dann denken andere, dass das irgendwie cool war, was ich hier berichte. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Ciao!